find tonight, tonight. Jo Leute, was geht ab? Euer Glitcher Pace back am Start. Und zwar mit dem nächsten ersten krassen Video wieder mal. Nach langer Zeit, weil ich habe wie gesagt an dem Glitch gearbeitet. Habe auch selber nach ein paar wieder gesucht für euch. Und habe auch den Giftcast to Fans Glitch gemacht, den neuen. Um euch natürlich auch ein paar neue Fahrzeuge von mir zu zeigen. Und zwar zeige ich euch heute in diesem Video, wie ihr, wie Modder, Züge in GTA Online, das heißt in einer Open freien Lobby mit ungefähr 30 Spielern Züge platzieren könnt, wie Modder. Also ihr habt jetzt kein Mod-Menü oder so, aber ihr könnt zum ersten Mal in der ganzen GTA-Geschichte Züge in GTA Online platzieren. Und das ganz ohne Mod-Menü und ohne dafür gebannt zu werden. Also checkt auf jeden Fall dieses Video gleich ab. Ich hoffe, ihr schaut es bis zum Ende an. Wir fangen jetzt auch gleich an mit dem Video, aber bevor wir anfangen, möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass ihr in meine Community reinkommen könnt. Dafür habe ich sie nämlich extra erstellt, das heißt, ihr könnt in meine öffentliche Community reinkommen. Da könnt ihr, wenn es neue Glitches gibt, Autos mit mir tauschen, ich kann euch auch Autos von mir schenken und könnt mit mir zusammen zocken, was ihr wollt. Checkt ihr auf jeden Fall mal ab, ihr könnt mir dann auch einfach schreiben auf PS4, klar. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon von der Seite. Lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Und natürlich die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr zu GTA Online verpasst. Und sonst wäre es auch das schon von meiner Seite. Also schaut euch das Video bis zum Ende an. Habt viel Spaß mit dem Glitch. So, also, das erste, was ihr tun müsst, ist erstmal in euer Interaktionsmenü zu gehen und den Spawnpunkt auf letzter Ort zu stellen, weil nur durch diesen Trick könnt ihr dann eben auch dort spawnen und der Glitch klappt dann auch. Also, übrigens, der Glitch klappt immer noch, also der Glitch funktioniert eigentlich schon seit 3 bis 4 Jahren, eigentlich schon seit es GTA gibt. Also ziemlich nice, dass sie den bis jetzt noch nicht gepatcht haben. Und wenn ihr dann soweit seid, also Interaktionsmenü Spawnpunkt auf letzter Ort gesetzt habt, dann downloadet euch einfach diesen Job. Dazu müsst ihr in die Videobeschreibung unter meinem Video gehen. Klickt einfach auf den Link, wo ich euch reingepackt habe. Dann werdet ihr schon in Social Club weitergeleitet zu diesem Job. Den markiert ihr euch dann einfach. Und dann könnt ihr natürlich in GTA über markierte Jobs starten. Und dann ladet ihr einfach irgendeinen Random oder einen Freund ein. Ist eigentlich ziemlich egal. Könnt ihr euch aussuchen, es können auch Freunde mitmachen und dann könnt ihr eigentlich auch schon starten. Also, wenn ihr dann im Jobmenü seid, dann drückt ihr einfach auf Starten. Ihr könnt es auf geschlossen oder auf offen machen, ist eigentlich egal, weil ihr könnt euch nicht killen, weil ihr dann so schnell wie es geht verlassen müsst. Also, wenn ihr gespawnt seid, dann wartet ihr einfach, also ihr macht auf bereit und wartet, bis eure anderen Mitspieler auch bereit gemacht haben. Oder euer Freund dann einfach auch auf Bereit gemacht hat. Wenn ihr dann spawnt in diesem gemodden Shop, dann seht ihr schon im Hintergrund, da sind die Züge. Und diesen Ort müsst ihr euch auch merken. Und hinter euch seht ihr schon, kommen auch noch gemoddete NPCs angelaufen. Das heißt, ihr müsst jetzt so schnell wie es geht auf euer Handy ins Shop-Menü und dann diesen Shop verlassen. Ihr müsst euch ziemlich beeilen. Weil im Hintergrund habt ihr auch schon gesehen, es sind NPCs gekommen und die schlagen euch ziemlich schnell. Also ihr müsst euch einfach beeilen, weil sobald die NPCs euch einmal geschlagen haben, schließt sich sofort euer Handy und dann könnt ihr nicht mehr verlassen. Und dann habt ihr eigentlich schon verkackt mit dem Glitch. Weil ihr müsst wirklich sofort, wenn ihr gespawnt seid, verlassen. Wenn ihr es nicht macht, dann hat nämlich der Glitch nicht geklappt und dann müsst ihr halt den Shop nochmal neu starten und das Ganze nochmal machen. Jetzt auf jeden Fall kommt erst ein Ladebildschirm. Übrigens ist es ein altes Gameplay, deswegen habe ich hier noch Schnee im Hintergrund. Also nicht wundern. Und ja, es kommt jetzt darauf an, was ihr für eine Leitung habt. Dann werdet ihr natürlich auch schneller gespawnt. Also mein Fall dauert es jetzt nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz.
ihr werdet auf jeden Fall gespawnt. Und zwar genau an der Stelle, wo ihr in den Shop drin wart. Und wie ihr sehen könnt, es hat tatsächlich geklappt. Links neben euch stehen 4 oder 5 verschiedene Züge. Einmal einer in Pink, einmal einer in Lila, dann einen hautfarbenen und einen schwarzen Zug. Also, und das Geile ist, ihr habt gleichzeitig diesen krassen Troll-Glitch. Also ihr könnt bei Freunden damit angeben, ihr könnt sagen, dass ihr Mod-Menü habt und die platziert habt. Auf jeden Fall kennt ihr einen Glitch, wie ihr diese Züge bekommen könnt. Falls eure Freunde fragen, wie der geht, dann sagt ihr noch einfach mal, dass sie auf meinen Kanal vorbeischauen sollen. Und es kann auch übrigens passieren, dass ihr beim Eclipse Tower oben spawnt. Aber das ist auch nicht schlimm, dann lauft ihr einfach hier runter zur Straße, da wo die ganzen Züge stehen. Und dann sind die auch schon da. Und das nächste, was ich euch dazu noch sagen muss, es gibt nämlich noch was richtig Geiles dazu. Und zwar, alle Spieler, die wo bei euch in dieser Lobby sind, momentan, und wenn auch welche nachjoinen, die werden den pinken Zug neben euch sehen. Diesen komplett pinken. Und da könnt ihr auch draufsteigen und den anschauen, was auch immer. Und ihr seht natürlich alle Züge. Die anderen Spieler nicht, die können einfach durchlaufen. Aber ihr seht alle Züge. Und das Geilste dann ist, andere Spieler, wenn die kommen, die sehen natürlich diese Züge auch. Also nicht alle, aber die sehen auf jeden Fall diesen Lilanen ganz am Anfang. Und das Geile dann ist, dass einfach die ganzen Spieler, die eben sehen können, ihr könnt ihnen schreiben, dass eben ihr die platziert habt. Und manche glauben es euch, manche nicht. Auf jeden Fall sind die ja da. Ihr könnt die anderen mit verarschen. Und das Geile dann ist, wenn ihr jetzt auf andere Züge steigt, so wie auf den, wo ich gerade im Hintergrund draufstehe, auf diesen Lilanen oder den schwarzen, was auch immer, dann seid ihr automatisch unsichtbar. Das heißt, wenn ihr auf so einem Zug draufsteht, wo die anderen nicht sehen, also auf den Lilanen, auf den Pinken und auf den Schwarzen hier, also auf dem Schweinchen-Pinken, dann sehen euch die anderen Spieler nicht. Das heißt, ihr seid unsichtbar, aber auf der Karte sichtbar. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch ausnutzen. Das heißt, wenn andere Spieler kommen, ihr könnt die abballern, die sehen euch natürlich nicht. Die sehen euch auf der Karte, aber die sehen euch nicht so. Das heißt, ihr könnt, also die Spieler könnten jetzt eine Panzerfaust irgendwo hinschießen, ungefähr. Könnt nur schätzen, aber ihr sterbt dann auch meistens. Das ist nämlich kein Godmode-Glitch. Aber das Problem ist halt, wenn ihr die durch diesen Glitch abballert, dann kann es nämlich auch sein, dass manche Leute euch melden werden. Wegen Spielfehlerausnutzung, und das wollt ihr natürlich nicht. Also macht das lieber nicht, und wenn dann nur bei Freunden, um die zu trollen, die wo ihr auch gut kennt. Weil dann ist das Ganze natürlich nicht schlimm, denen kann man auch vertrauen, dass die euch nicht melden. Und ja, das Geile an den Glitches hier ist, ihr habt die Züge drin, könnt an den Spieler ein bisschen trollen, könnt sagen, ihr habt Mod-Menü. Und das Krasse ist einfach, dass das Ganze immer noch auf PC funktioniert. Das heißt, ihr könnt es durch so einen einfachen Glitch einfach so bekommen, 5 Züge in einer Lobby. Davon sehen sogar die anderen Spieler einen Zug davon, also ist richtig krass. Ihr könnt natürlich auch andere Jobs zu diesen Zügen downloaden, da gibt es so ganz viele verschiedene. Je nachdem, wo die Züge dann diesen Job platziert wurden, stehen die dann auch in der Lobby. Das heißt, wenn ihr einen Job habt, wo diese Züge nämlich in der Wüste platziert sind, auf dem Golfplatz, dann stehen die natürlich auch nach dem Glitch genau dort. Aber bei diesem Job ist halt das Geile, dass die mitten auf der Straßenkreuzung stehen und natürlich auch vielen Autos den Weg versperren und es einen ziemlich starken Stau gibt und es einfach krass aussieht. Und die Züge auch noch farbig sind. Also macht diesen Glitch auf jeden Fall. Ihr könnt damit sau viele Leute trollen, könnt angeben, könnt einfach Spaß haben. Und ja. Das wäre es dann auch schon von meiner Seite aus gewesen. Ich hoffe, euch hat mein Glitch gefallen hier. Und ich bin natürlich auch die ganze Zeit dran und suche nach neuen Glitches nur für euch. Also abonniert mich auf jeden Fall kostenlos und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu gehen, ohne zu verpassen. Und natürlich auch krasse Glitches zu testen und zu machen, um ein bisschen bei den Freunden angeben zu können und zu holen. Und ja, haut rein und ciao.